Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine weitere geile Folge Horizon Forbidden West. Schön, dass ihr am Start seid. Dankeschön auf jeden Fall für die Unterstützung, für den Support bis hierhin. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, auch das Projekt, macht das gerne mit einer kleinen Bewertung. Danke dafür. Und auf jeden Fall auch die Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiel mitmachen. Folgt mir auch gerne auf Social Media. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal durch. Hier mit dem Lehrmeister. Um einfach mal zu gucken, was es ist. Tja, du weißt besser als sonst wer, dass es da draußen gefährlich ist. Und nicht nur wegen der Maschinen. Ich bin Orduk. Das ist mein Trainingsplatz. Der beste Ort für Nahkampftraining diesseits des verbotenen Westens. Tja, wer würde im Kampf wohl gewinnen? Du, die Retterin von Meridian, Streiterin des Ostens. Oder das Fortdauern, Meister des Westens. Wer? Das Fortdauern. Ein legendärer Tenakt-Krieger, der Meister der Meister. Es heißt, die Tenakt hätten Trainingsplätze wie dieser hier. So werden ihre Krieger so stark, verstehst du? Und nur wer auf dem Platz am besten ist, darf mit dem Fortdauern trainieren. Um das Fortdauern zu finden, müsste ich also Ausschau nach solchen Trainingsplätzen halten. Da stünde dir ein weiter Weg bevor. Von den Tenakt gibt es 3 Clans. 3 Clans, 3 Hauptstädte, 3 Trainingsplätze. Ich schätze, du müsstest sie alle besiegen, um mit dem Fortdauern zu trainieren. Das heißt, falls die Tenakt dich nicht sofort töten. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn für den Augenblick biete auch ich dir Prüfungen für dein Kampfgeschick. Wer wäre mein Gegner dabei? Du? Ja, du bist die Retterin und all das, aber du musst erst alle anderen besiegen, um mich herauszufordern. Wir benutzen aber nur stumpfe Klingen und Übungspfeile. Sonst würden diese Trunkenbolde sich gegenseitig aufspießen. Du musst bis auf Speer und Übungspfeile alles am Tor zurücklassen. Aber keine Angst, ich passe auf deine Sachen auf. Also, was sagst du? Lust auf ein Training? Warum nicht? Das höre ich doch gern. Nahkampfplatz. Die sind dafür da, deine Nahkampfkünste gegen andere menschliche Gegner zu testen. Okay. Tutorials. Echte Angriffe. Herausforderung, Übung. Ich wollte fragen, wie lief's für dich? Okay. Aber das war ja jetzt nur Tutorial, ne? Schön dich. Was genau muss ich denn jetzt wählen, ne? Du musst Blockbrecher im Fertigkeitsbau. Ach so. Das ist ja doof. Blockbrecher, wo ist denn das? Ja, wo wird das sein? Hier vielleicht? Ach, guck mal hier. Nehmen wir das einfach mal mit. So. So. Kommt dann schwer gegen diese Rüstung an, nutze Angriff und energetisiert. Starte dann einen schweren oder Wuchtangriff und sprenge die Rüstung weg. Diese Energie hält nicht ewig. Schieße auf das Leuchten. Der Speer kann entscheidend im Kampf sein. Energetisiere erst ihn, dann Gegner. Mit solchen Energiestößen kannst du deine Gegner vernichten. Okay. Ist ja ganz cool eigentlich. Okay. Okay, gut. Haben wir das mal abgecheckt. So, ich will aber gerne nochmal wissen, die Petra, ich dachte, die hat gesagt, komm vorbei oder sowas. Oder auch Aloy selbst hat ja gesagt, vielleicht können wir ihr helfen. Warte mal, lass mal kurz das Fragezeichen nochmal abchecken. Okay, was ist das hier? Oh, bestimmt irgendwie zum Tränke herstellen oder so, ne? Gut, Und
Oder ist diese Nebenmission Petra? Wenn die das ist, dann machen wir die. Wenn nicht, dann nicht. Corvette und die anderen schlagen sich hoffentlich besser als ich. Nee, ist er nicht. Oder sollen wir die machen? Ach komm, Ehrend. Wir können die später noch machen. Komm. Ich bin auch hier. Komm, komm, komm. Wo müssen wir denn lang jetzt hier? Achso, ich laufe in die falsche Richtung, ich Idiot. Ja. Sorry. Hey, was geht? Ich dachte, wir könnten Dinge helfen. So, jetzt hier durch? Ja, hier durch jetzt. Gut, dann hätte ich ja doch da lang laufen können. Oh, scheiße. Aber ich will eigentlich die Scheiße klären mit denen. Ullwund und so weiter. Wo ist der Typ, ey? Das ist doch lächerlich. Wieso sollten wir gefährliche... Ach komm, wir machen es. Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat, glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvund Freihalter. Stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Nicht so schnell. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts. Verlangen aber, dass gute Osseram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karja ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Osseram-Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret. Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osseram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Karja daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht, natürlich. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osseram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Mhm. Okay, machen wir das doch mal. Mal sehen, was der Karja-Magistrat wollte. Oh, Stufe 7? Stufe 7 Mission? Tatsächlich. Oder? Ja, ja, ja. Ach komm, scheiß drauf, kriegen wir schon hin. Warte mal, warte. Ja, tatsächlich, wir kriegen als Belohnung Fertigkeitspunkte, wie beim letzten Mal. Ey, lohnt sich das auf jeden Fall, Alter. Ja, damit.
Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. Einfach die Mission machen, 2 Fertigkeitspunkte. Die anderen können wir eigentlich mal langsam richtig investieren, aber ich habe noch nicht richtig nachgeschaut. Hierher. Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvens Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahllicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvand soll endlich Ruhe geben. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvand will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist, spielt ihm in die Hände. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre. Ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvand dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvand wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvand vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Ich sag doch, beug die Knie. Okay, gut. Beug die Knie, du Sturkopf. Hört sich doch ganz gut an. So. Du bist zurück? Du bist zurück. Ich war hier noch nie. Aber danke dir. Freut mich, dass du mich so abfeierst. So, lass uns das mal abchecken. 2 Fertigkeitspunkte. Hört sich doch ganz gut an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Nebenmissionen sind echt ganz cool präsentiert. Der Dornrücken wird ihn niedertrampeln. Bring dich in Sicherheit! Bring dich in Sicherheit! Danke, ich liebe, dass du hier bist. Geh rein, bis es sicher ist. Sehr gut. Oh. Unbekanntes Lagerfeuer. Unbekannte Reliktruine. Unbekannt, unbekannt. Sieht aus wie eine Art Steinbruch. Boah, das sieht so cool aus hier. Ich muss ehrlich sagen, die Präsentation macht mir das irgendwie so schmackhaft, die Nebenmission zu spielen, wisst ihr? Wo ist die Belohnungen? Ist natürlich auch geil. So. Haben oder nicht haben. Ist es eigentlich die gleiche der Engine? Der Mann sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Ja.
Ist es eigentlich die gleiche Engine wie bei Death Stranding, ja, oder? Weil Death Stranding hat doch die Engine von den Horizon-Machern bekommen, oder? Guerrilla Games. War das nicht so, dass die da ausgeholfen haben so ein bisschen? Guter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Ja. Was haben wir denn schönes? Sieht nach einem Aufprall aus. Ist er da runtergefallen oder was? Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt. Ich werde dem Pfad nach oben folgen. Okay, das machen wir. Au! Scheiß Säure, Mensch. Sieht schon ein bisschen hart aus, war, dass dir die ganze Zeit angezeigt wird, wo du klettern kannst. Irgendwie so ein Zwischending wäre ganz cool. Nicht komplett ausschalten und auch nicht komplett an, sondern irgendwie so ein Zwischending. Mal gucken. Ich gucke dir dann nochmal später, wenn ich es nicht vergesse, nicht verpeile, was man da so einstellen kann. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Das hieße... Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Gespaltener okay. Fels. Mal sehen, wohin das führt. Das ist doch ganz cool hier. Ist das hier? Nehmen wir mit. Die alten Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Aus den Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion? Schießen auf Pilze in der Nähe wird vorübergehend ein Tarngebiet erzeugt. Dornrücken. Sie kamen also wirklich hier durch. Wir saßen dann fest. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Okay. Säurekanister, Kettenreaktion schwach gegen Blitz, stark gegen Verwirrung. Teil markieren. Ach krass, man kann sogar die einzelnen Teile zum Abwandern auch markieren alles. Schon ganz cool gemacht. Ey, der hat mich gesehen. Na komm her. Nicht verwirrt gegen. Okay, dann ist er. Okay. Gegen Säure ist er stark. Weil er selber Säure ist. Okay. Alter! Alter, geil! Hey, ich häng fest! Oh nein! Hack ich da fest gerade? Sah irgendwie so aus, kurzzeitig. Ha 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 ha! Ach, scheiße. Und die ab? Nee. Jawohl. Komm her, du Sau. Okay, ich sollte nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Eine Spule ist jetzt in deinem Inventar. Schalte Spulenplätze für deine Waffen frei, indem du sie verbesserst. Okay. Erstmal looten. Das ist viel wichtiger als alles andere. Schieße auf Fallen in der näheren Umgebung. Ja, ja, ja. Das...
viel Rauch. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Sackgasse. Den Weg haben wohl auch Dornrücken eingerissen. Ist es denn richtig so, dass ich jetzt hier runtergegangen bin? Oder war das scheiße? Muss ich da irgendwie oben lang klettern? So, nochmal hoch hier mit dir. Das wird nichts. Da ist genug Lohe, um Löcher in Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel. Die Nachricht ist für Overend. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Overend ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javati unterrichten. Was passiert, wenn ich das jetzt aktiviere? Gar nichts. Scheiße, ich dachte, alles explodiert. Ehrlich, komm da nicht mehr weiter, oder was? Das war's schon? Seid ihr sicher, Jungs? Aber können wir wenigstens schneller reisen machen? Ein Schnellreisepaket, egal. Ich gehe mal davon aus, dass man sich hier wieder so ein Unendliches freischalten kann, oder? Ja, du! Ja, du! Mann! Retterin, gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Du glaubst doch nicht, dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Wieso hilft es Auwund, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost. Und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Osaram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Und da wegen der Dornrücken die Arbeit im Tal lahm liegt, hat Alvund genug Zeit, kaum verheilte Wunden aufzureißen. Und wenn die Osaram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Ich muss gehen. Natürlich. Die Nacht haben ganz schön in Fahrlicht gebietet. Hoffentlich lassen sie es wenigstens diesmal. Wenn ich herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Ah, okay, das hängt tatsächlich. Okay, das hängt mit der Hauptmission jetzt zusammen, oder was? Okay, gut. Ich wollte jetzt sowieso mit euch gemeinsam jetzt Richtung Hauptmission gehen. Aber finde ich eigentlich ganz cool, die Nebenmission. Ist jetzt, wie gesagt, spiele ich jetzt nicht der Überknaller, so dass du denkst, oh, Alter, noch nie gesehen. Aber von der Präsentation her macht es so viel mehr Spaß als im Vorgänger, jetzt schon. Was, wie gesagt, für mich wichtig ist. Nicht einfach nur so lieblos hingerotzt, sondern und wohin sich echt gut Mühe geben. Bleib hier!
Stolperdrähte. Hey, du! Es soll sich lohnen, wenn du diese Wühler erledigst. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Ach, Junge. Abgetrennt. Wow, wow. Alter, geil ausgewichen, oder? Ja, schmeckt dir das? Bam! Jetzt heilen. Safety first. Alles klar. Gut, mit Schläge kriegst du. Ey, ich bin noch ausgewichen. Man hat's doch sogar gesehen. Komm, komm, komm. Oh, wieso erledigst du sie so? Wofür sind denn die Stolperdrähte? Alter, die Schnauze jetzt, Junge. Wieso erledigst du sie so? Komm doch runter, machst du. Alter, hallo! Was soll das? Wollen wir noch einen Stolper voll? Ja, einen haben wir noch. Das war der letzte. Oh, hallo, Schwester. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Hat er jetzt eine Leiter oder kommt er selber runter? Ich schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für jünger. Mein Rucksack ist voll. Komm schon her. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Ich will mich ordentlich bedanken. Junge, sei doch mal ruhig jetzt hier. Ich habe hier wichtige Sachen zu machen. Und zwar erstmal zu looten. Ne? Oder, Freunde? Erstmal looten. So. Wahrscheinlich gibt er mir jetzt die Stolperdrahtfallen, Knallwaffe. So, warte mal, den noch. Hey, Rotschop! Komm doch mal kurz, ja? Komm doch mal kurz hier! Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Dann kam noch ein Dornrücken hier durch. Ich sag's dir, hier geht's verrückt zu. Die Garde ging also nach Süden? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvent. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Orvent-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe.
Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Okay. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Spuren. Vielleicht von Erend und der Garde. Vielleicht, vielleicht. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's dann jetzt erstmal an der Stelle. Nächsten Kampf. Oh, was ist denn da unten los? Alter! Dicker Fight dahin! Tja, musst du alleine klarkommen. Wir müssen hier lang. Ja, Freunde, wie gesagt, das war's dann erstmal an der Stelle. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da für die Videos. Würde mich sehr, sehr freuen. Einfach mit einer kleinen Bewertung. Und dann hört man sich beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.